Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich über Schatten sprechen. Diese Schatten, in denen wir uns verstecken, die uns dienlich sind, wie wir glauben, damit wir nicht gesehen werden, weil wir irgendwo abgekauft haben, dass es in dieser Welt nicht sicher ist, uns zu zeigen. Zu zeigen, wer und was wir sind. Zu zeigen, was wir können, welche Fähigkeiten wir haben, wie cool wir sind. Irgendwo haben wir abgekauft, dass das gefährlich wäre. So, was sind diese Schatten? Diese Schatten sind im Prinzip alte Geschichten. Diese Schatten sind Definitionen über uns, die wir abgekauft haben von anderen Leuten. Diese Schatten sind das Zeug, was nicht real ist, was nicht wahr ist, aber das wir trotzdem für unglaublich wahr und real halten. So, stellt euch nur mal vor, ihr seid ein kleines Kind und jedes Mal, wenn etwas intensiv wird, ist es in Verbindung mit Gewalt, verbaler oder körperlicher Gewalt oder welcher Gewalt auch immer. So, ihr habt gelernt, Intensität zu vermeiden, weil es immer mit einer Gefahr einhergeht. So, wenn ihr euch jetzt zeigt, wie intensiv könnte das werden? Weil wenn ihr euch tatsächlich zeigt, wenn ihr gesehen werdet von allen möglichen Leuten, dann könnte das mit Bewertung einhergehen, die sehr intensiv sein kann. Und um ein kleines Beispiel zu nennen, ja, also ich habe irgendwann mal beschlossen vor einigen Jahren, dass ich gesehen werden möchte, dass ich wirklich ja, rausgehe und sage, da bin ich, ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich bewerten, habt Spaß damit, was immer ihr über mich sagt, ich bin da, ich bin ich und so ist es halt. Was ich damit gemacht habe, ist wie so eine Büchse der Pandora zu öffnen. Natürlich haben mich dann Leute gesehen, die mich irgendwie nett fanden, die mich gut fanden, aber auch die ganzen komischen Monster sind aus den Büschen gekrochen. Diese Leute, die Spaß daran haben, zu bewerten und gemein zu sein. Auch das habe ich sozusagen auf den Plan gerufen. Und das war nicht sehr gemütlich. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich damit klargekommen bin und gelernt habe, Bewertungen zu empfangen, sie nicht signifikant zu machen und sie einfach zu nehmen als das, was es ist. Eine Lüge. Ja? So, wenn ihr danach fragt, wirklich gesehen zu werden, euch zu zeigen, aus den Schatten der Vergangenheit, der alten Geschichten rauszukommen, kann das ungemütlich werden. Aber wenn ihr über diese Ungemütlichkeit, diese Unbequemlichkeit hinweggeht, habt ihr euch selbst. Und alles, was andere über euch sagen, wird zu einem Rauschen, einem Hintergrundrauschen, das keinerlei Bedeutung mehr hat. So, Greg Bryers und ich, wir haben morgen, beginnt ein zweiteiliger Zoom, der heißt Aus den Schatten treten. Und da wollen wir euch einfach dazu einladen, euch zu zeigen, wie ihr seid, die alten Geschichten, die euch daran hindern, euch zu zeigen, zerstören, loslassen und eine neue Geschichte erzählen. Und wie könnte das aussehen? So, wenn ihr irgendwann einen Missbrauch erfahren habt, und das kann ein Missbrauch gewesen sein, verbaler, emotionaler, körperlicher, sexueller Art, was auch immer, spiritueller, finanzieller Missbrauch. Wann immer ihr das in eurer Vergangenheit erfahren habt, wann immer ihr Wahlen getroffen habt, die basierend sind auf diesem Missbrauch, die euch dazu geführt haben, euch in den Schatten zu verstecken, statt euch der Welt zu zeigen und der Beitrag für die Welt zu sein, der ihr zu sein wählen könntet. Wann immer das geschehen ist, werdet ihr gewählt, das loszulassen. Es als nicht mehr relevant zu sehen, als eine Wahl, die ihr getroffen habt, die heute nicht mehr funktioniert. So, das ist es, wozu wir euch einladen bei diesem zweiteiligen Zoom, mit uns gemeinsam dahin zu schauen, in die Schatten, in die alten Geschichten, in die Wahlen, die ihr getroffen habt, in die Überzeugungen, die ihr euch zu eigen gemacht habt, dass es nicht sicher hier ist, wenn ihr euch zeigt. Und dann was anderes zu wählen. So, wenn ihr Lust habt, morgen und dann eine Woche drauf, sehen wir uns bei einem Zoom und dann werden wir gemeinsam daran gehen, diese Schatten zu vertreiben und ins Licht zu gehen, uns zu zeigen,
im Scheinwerferlicht der Bühne unseres Lebens.